Jedes Mal dasselbe. Ihr seid immer die Letzten. Wo ist Kapitän Nöthel? Er kommt sofort. Bringt das Zeug unter Deck und meldet euch dann wieder bei mir. Verstanden? Ja. Hey, Chico. Ja? Hier riecht es ganz schön brenzlig, findest du nicht? Ich rieche nichts. Dummkopf, ich meine die Wachen auf der Mole. Dir sieht jeder an, dass du ein schlechtes Gewissen hast. Diesmal bin ich wieder froh, wenn wir auf See sind. Hör endlich auf, Sandra schöne Augen zu machen. Warum denn? Du brauchst dir nicht einzubilden, dass die Tochter des Kapitäns ausgerechnet auf dich reinfällt. Du gefällst dir bestimmt nicht. Wollen wir wetten, dass Mirkos Tochter eines Tages einen Mann nimmt, der genau wie ich aussieht? Warum gerade wie du? Dich wird sie auf keinen Fall nehmen. Sieh in den Spiegel. Glaubst du, dass sie sich in einen Mann verliebt, der wie ein Marder aussieht? Ich werde dich so zurichten, dass sie dich nicht wiedererkennt. Versuch's mal. Was fällt euch ein? Sanko, Chico. Müsst ihr euch immer streiten? Wir werden sofort auslaufen. Jawohl, Kapitän. Hey, lichtet den Anker und setzt die Segel. Los, beeilt euch. Ich freue mich schon so auf Venedig, Vater. Hör mal, mein liebes Kind, du bleibst diesmal bei deiner Tante. Warum? Warum darf ich nicht mitfahren? Du bist jetzt eine junge Dame und ich möchte mir von deiner Tante nicht vorwerfen lassen, dass ich dich nicht richtig erzogen habe. Und außerdem schickt es sich nicht, dass du ja wie ein Schiffsjunge rumläufst. Ich verstehe dich nicht. Du hast mich doch gelehrt, das Schiff zu steuern, die Segel zu setzen und den Degen zu führen wie ein Mann. Ich bin jetzt überzeugt, dass es ein Fehler war. Deine Tante hat mir vorhin die Augen geöffnet. Ach, sieh einer an. Seit wann hörst du auf deine Schwester? Schau mal, Sandra, was ich dir Schönes mitgebracht habe. Gefällt's dir? Ach, Vater, glaubst du vielleicht, dass ich dieses komische Ding anziehe? Aber deine Tante hat gesagt, dass es hübsch ist. Ach, der Teufel soll diese alte Hexe Sandra, holen. Nimm dich zusammen. Die Hexe Mache. Und diesen dummen Fetzen. Was wollt ihr hier? Wer ist der Kapitän dieses Schiffes? Wer bin ich? Was für eine Ladung habt ihr am Bord? Ballen mit Rohwolle. Wir bringen sie nach Venedig. Gut. Wir haben den Befehl, ein Drittel der Ladung zu beschlagnahmen. Beschlagnahmen? Auf Befehl des Herzogs. Das kann nicht euer Ernst sein. Wollt ihr mich ruinieren? Vorwärts, fangt an. Das ist ein Überfall. Ich lasse Sag mich nicht meine mehr Ladung angreifen. Meinen Vater nicht an. Spitzbuben. Ich werde euch helfen. Alles auf die Plätze, kappt die Tauer! Könnt ihr erkennen, was da drüben los ist? Mir die Schufte bezahlen. Na, was ist? Willst du mich immer noch an Land setzen und zur Tante zurückbringen? Es war ein Fehler, dass wir uns gewehrt haben. Was blieb uns weiter übrig? Es musste ja eines Tages so kommen. Die Tyrannei des Herzogs ist unerträglich und seine Habgier grenzenlos. Je länger wir das noch ertragen hätten, umso mehr hätten wir bezahlen müssen. Wer weiß, wozu es gut war. Leb wohl, Doroza. Ich glaube nicht, dass wir uns so bald wiedersehen werden. Habt Erbarmen! Habt Erbarmen! Schleppt nicht das wenige weg, das ich noch habe! Wovon soll ich mein armes Kind ernähren? Auch du wirst dem Herzog geben, was er zuvor hat. Er darf uns nicht zugrunde richten. Ich muss tun, was mir befohlen worden ist. Habt Erbarmen! Habt Erbarmen! Der Wache bringt diese Frau weg! Gebt uns das Getreide wieder! Sollen unsere Kinder verhungern? Raus, Kinder! Wache nimmt die Leute gefangen. Alles einsperren. Los, wartet die Hunde. Wartet die Hunde. Bringt die Weiber zur Burg. Nicht los. Sperrt alle ein. Wir sprechen uns doch. Nicht loslassen. Was ist, Hauptmann Rico? Warum lasst ihr die Leute verhaften? Sie haben sich geweigert, den Zins abzuliefern, Herzog. Sie kommen zur Strafe in den Kerker. Mich haben Sie versucht umzubringen. Gnade, Durchlauch, Gnade für meine arme Nichte. Hauptmann, schafft die Aufsässigen ins Burgverlies. Ich werde ein Exempel statuieren.
Die Männer werden zur Strafe im Bergwerk arbeiten. Über die Frauen entscheide ich noch. Vorwärts! Hauptmann Rico, sorg dafür, dass die Mädchen gut bewacht werden. Die beiden sind kein schlechter Fang. Wir werden sicher einen schönen Preis für sie erzielen. Sei vorsichtig, Isabella. Das ist hier nicht der rechte Ort, um über gewisse Dinge zu reden. Nun komm schon. Wenn das Vorgebirge hinter uns liegt, haben wir es geschafft. Die Isabella hat zu viel Tiefgang und kommt am Riff nicht vorbei. Chico, sage der Mannschaft, sie soll sich bewaffnen, falls es zu einem Kampf kommt. Ja. Wir müssen versuchen, ihnen den Weg abzuschneiden, Kapitän. Ja, wir dürfen sie nicht am Vorgebirge vorbeilassen. Anscheinend haben sie gemerkt, was wir vorhaben. Ich glaube, es ist besser, wenn du während des Kampfes unter Deck gehst. Nein, ich bleibe bei dir. Sie haben das Ruder zerschossen. Zanko, wir können nicht mehr manövrieren. Es dauert nicht lange, dann werden sie hier sein. Die Mannschaft soll an Deck kommen. Wir werden unsere Haut teuer verkaufen. Feuer! Pass auf, Chico! Ich heiße die Gefangenen an Bord willkommen. Herzog Zulian wird sich freuen, eure Bekanntschaft zu machen und euch aufzuhängen. Das Mädchen bringt in meine Kabine. Und der kommt in den Kielraum. Vorwärts. Bootsmann, ihr nehmt das Schiff ins Schlepp. Herr Kapitän, ihr kommt mit mir. Was sollen wir jetzt tun, Zanko? Wir müssen von hier weg. Sonst erwischen sie uns. Versuchen wir ungesehen ans Ufer zu schwimmen. Lasst mich mit dir allein. Weißt du, welche Strafe der Herzog den Rebellen zugedacht hat? Ihr sagtet vorhin, dass die Gefangenen gehängt werden. Du bist nicht nur mutig, sondern auch schön. Ich habe eine Vorliebe für so hübsche junge Mädchen. Der Herzog würde mir jeden Wunsch erfüllen. Wenn ich ihn darum bitte, wird er dich begnadigen. Gegen entsprechenden Lohn. Wir haben uns verstanden. Trink bitte. Wir werden uns schon einig werden. Und wenn es sein muss, mit Gewalt. Verdammt, das wirst du mir bezahlen. Wache! Sperrt das Weib zu den anderen in den Kielraum. Ich werde so oft schreien, bis sie aufmachen. Wie lange sollen wir hier noch dursten? Bringt uns endlich was zu trinken! Hört ihr nicht? Ich habe gesagt, ihr sollt uns Wasser bringen! Wann wollt ihr uns hier endlich rauslassen? Wohl still! Du Schwein, du! Das wird dir noch leid tun. Dich erwartet ein schlimmeres Schicksal, als gehängt zu werden. Du wirst zur Strafe für deine Widersetzlichkeit aufs Rad geflochten. Auch deine Stunde wird einmal schlagen, Yusuf. Verschwinde! Du nicht. Das könnte dir so passen. Als Hahn im Korb zwischen den jungen Hühnern.
Bringt ihn weg. Sandra, hört ihr nicht? Jana, Maritza, warum seid ihr eingekerkert worden? Wie kommt ihr hierher? Die Soldaten des Herzogs haben uns das Getreide weggenommen. Wir haben uns dagegen zur Wehr gesetzt. Da haben uns die Soldaten ergriffen und in den Kerker gebracht. Und warum bist du hier? Und Kapitän Mirko? Kommt mit, ich erzähle es euch. Josef, ich lege den größten Wert darauf, dass ihr euch mit der kostbaren Ladung möglichst schnell auf die Reise macht. Ich möchte nicht, dass unsere Freunde aus dem Morgenland den Bedarf für ihren Harem woanders kaufen. Das wäre wirklich schade. Unsere Bergwerke bringen nicht halb so viel ein wie diese Ware. Mirkos Tochter hat keine Gnade verdient. Trotzdem schlage ich vor, sie nicht zu töten, sondern auch zu verkaufen. Ich wüsste einen Käufer, der schöne Frauen schätzt und ein Halsband aus Rubinen für Sandra bezahlen würde. Wie du siehst, ist es oft von Vorteil, gnädig zu sein, meine liebe Isabella. Anstatt der Tochter des Rebellen den Strick um den Hals zu legen, schmücken wir den deinen lieber mit einem kostbaren Geschmeide. Ich hoffe, du bist mit meinem Vorschlag einverstanden. Ich danke euch im Voraus für das wundervolle Geschenk. Ihr werdet an Bord zurückgehen. Ich nehme an, dass euer Schiff schon in den nächsten Tagen wieder auslaufen wird. Euer Gnaden, wir wollen hoffen, dass es nicht wieder zu einem Aufstand kommt. Vater, die Bevölkerung wird von Tag zu Tag aufsässiger. Wie wäre es denn, wenn ihr vor aller Augen ein Exempel statuiert? Kapitän Mirko wird der Erste sein. Ich werde ihn in der kommenden Woche dem Henker übergeben. Ihr solltet es noch heute tun. Der Graf von Santa Croce wird bald eintreffen. Er könnte unsere Gerechtigkeit vielleicht missverstehen. Da hast du recht. Lassen wir die Hinrichtung schon morgen Mittag erfolgen. Sie soll dem Volk zeigen, was es heißt, sich gegen mich aufzulehnen. Cesare di Santa Croce. Was für ein Mensch ist er? Oh, ich nehme an, dass er so ehrenhaft wie edel ist. Er ist ein Neffe des Dogen von Venedig und außerdem ein Verbündeter der Erlauchten Republik. Eine Heirat würde unser Prestige heben. Ich glaube, für unser Land wäre sie vorteilhaft. Was bleibt mir weiter übrig? Ich werde ihn heiraten. Oje, 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 was bin ich zu bedauern? Warum jammerst du denn so? Ach, bei allem Respekt, euer Gnaden, es war ein verrückter Einfall, den Umweg durch das Tal zu machen, anstatt den direkten Weg zur Burg zu reiten. Es war die Mühe wert, Anselmo. Jetzt wissen wir wenigstens, was das Herzogtum d'Oruzza an Ländereien besitzt. Oje, 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 nun weiß ich bald nicht mehr, worauf ich sitzen soll. Tröste dich, Anselmo. Ich werde dich in warmes Wasser stecken und dich einen halben Tag in der Sonne sitzen lassen, dann kannst du wieder reiten. Ach, unglückseligerweise scheint die Sonne da nicht hin, wo es mich schmerzt. Meinetwegen. Ruhen wir uns ein wenig aus und tränken wir unsere Pferde. Meinetwegen. Danke. Oh, bitte geh nicht weg. Ich finde dich reizend. Anselmo. Bin beschäftigt. Ich denke, du wolltest dich ausruhen. Leg dich hin und versuch ein Stündchen zu schlafen. Ich glaube, wir reiten lieber weiter. Bis zu unserem Ziel wird es nicht mehr allzu weit sein. Sag mir, wie du heißt. Irina. Ein wunderschöner Name. Wie weit ist es noch bis zum Schloss des Herzogs Zulian? Warum läuft sie weg? Vielleicht hat sie der Anblick von so schönen Männern verwirrt. Hey, warte mal! Herr Gnaden. Willst du einen Dukaten verdienen? Oh, mit Vergnügen. Wie weit ist es noch bis zum Schloss des Herzogs? Ihr braucht nur noch 2 Meilen in dieser Richtung zu reiten. Sag mal, mein Freund, was weißt du eigentlich über den Herzog Zulian? Nichts weiß ich. Was soll ich denn von ihm wissen? Ich habe nichts gesagt. Ich weiß nichts. Eigenartig. Der Name des Herzogs von d'Oruzza wirkt fast wie der Biss einer Giftschlange. Er wird mir schon unsympathisch, bevor ich ihn kennengelernt habe. Euer Gnaden, es geht nicht an, dass wir uns von einem Abenteuer ins andere stürzen. Wir können so ein Leben einfach nicht mehr aushalten. Du ganz bestimmt nicht. Zum Beispiel jetzt bietet sich uns die Möglichkeit, eine Prinzessin zu heiraten. Das wäre doch eine willkommene Gelegenheit, uns zur Ruhe zu setzen. Willst du mal aufhören zu schwatzen? Mein gnädiger Herr, ihr habt versprochen, den Heiratsplan nicht zu gefährden. Ihr habt versprochen, nur noch hinter Weiberrücken herzulaufen, wenn sie Isabella gehören, oder vielleicht nicht? Steig lieber in den Sattel. Mein Vater! Bevor ich sterbe, will ich dir sagen... Lass dich wieder sprechen. Hoffmann, beeilt euch! Worauf wartet ihr noch? Ihr dürft wirst du wohl endlich kommen? Grau an die Mauer! Ihr werdet nach der Hinrichtung ausgepeitscht! Bindet das Weib, Gott an! Oh, ihr Verbrecher, ihr Mörder! Der Teufel soll euch holen! Ihr dürft es nicht tun! Ihr dürft es nicht tun, Vater!
Sandra, mein Kind. Nein, nein, nein. Nein. Sehen, wer ist der Fremde? Vielleicht ist es der Graf von Santa Cruz. Aufhören, Henker! Haltet ein! Wer hat euch erlaubt, hier einzudringen? Wer seid ihr? Cesare di Santa Croce. Ah. Wir haben eure Ankunft erst in einigen Tagen erwartet, Graf. Offenbar bin ich euch eine Erklärung schuldig. Und auch euch, Prinzessin. Ich bin vorzeitig aufgebrochen, weil ich es nicht erwarten konnte, euch kennenzulernen. Der Ruf eurer Schönheit wird von der Wirklichkeit noch weit übertroffen. Herzog, verzeiht mir bitte mein Temperament, aber das Seil des Henkers ist für einen guten Schützen ein verlockendes Ziel. Eigentlich wollte ich die Hinrichtung euretwegen aufschieben. Allerdings, wenn ihr nichts dagegen habt, dann wäre es mir lieber, wenn ich dem Henker das Zeichen geben könnte, die Hinrichtung zu beenden. Diese Menschen haben sicher ein schweres Verbrechen begangen. Sie haben sich meinen Befehlen widersetzt und haben meine Soldaten angegriffen. Und wer ist das Mädchen, das an die Mauer gekettet ist und auf seine Bestrafung wartet? Es ist die Tochter des Kapitäns. Ach, eine Rebellin. Verzeiht, aber wir Venezianer sind alle etwas abergläubisch. Und eine Hinrichtung scheint mir nicht gerade ein gutes Omen für unsere erste Begegnung zu sein. Ich bin ganz der Ansicht des Grafen von Santa Croce. Gibt es ein schöneres Zeichen des Willkommens als einen Akt der Gnade? Es sei gewährt. Hauptmann Rico? Euer Gnaden? Ich schenke den Gefangenen das Leben. Führt sie in den Kerker zurück. Sie sollen aber für immer gefangen bleiben. Und werden in den Bergwerken ihre Strafe abbüßen. Entfernt euch. Ich glaube, es ist angebracht, das junge Mädchen aus einer unangenehmen Lage zu befreien. Wenn ihr gestattet, werde ich es selbst tun. Lasst ihn gewähren, Vater. Sein übertriebenes Ehrgefühl wird die Rebellen vor ihrem Schicksal nicht bewahren. Wie soll ich das verstehen? Es könnte vielleicht der Fall eintreten, dass die Verurteilten während der Arbeit verunglücken. Ihr habt meinem Vater das Leben gerettet, das werde ich euch nie vergessen. Bitte begleitet uns. Wir heißen euch im Schloss von Doruzza willkommen. Was hat euch nur auf die Idee gebracht, mit diesem Streich unsere gute Partie zu gefährden? Gib mir die Ringe. Hier sind sie. Ich verstehe euch nicht. Wie konntet ihr die Hinrichtung unterbrechen? Ein Meisterschuss. Zieh mir die Schuhe an. Und ihr hättet dem Mädchen nicht euer Taschentuch geben dürfen, damit es seine Tränen trocknet. Ein so schönes Mädchen ist mir noch nicht begegnet, noch nie in meinem Leben. Ich finde sie viel schöner als die Prinzessin Isabella. Oh, um aller Heiligen Willen, hört endlich auf, euch für die Schönheit anderer Frauen zu interessieren. Schließlich steht ein ganzes Herzogtum auf dem Spiel, wenn ihr nur einmal mit dem Kopf denken würdet und nicht immer mit dem Herzen. Hört nur ein einziges Mal auf euren ergebenen Diener, der in aller Demut vor euch auf den Knien liegt. Du Spitzbube. Herr, fangt nur nicht wieder an, uns in Ungelegenheiten zu bringen. Habe ich das schon mal getan? Das kann man wohl behaupten. Hier lang. Was habt ihr vor? Auf Befehl des Herzogs. Aber seid ihr denn nicht? Du kochst ganz ausgezeichnet. Mhm. Viel besser als der Kerl, der uns weggelaufen ist. Wie heißt du? Danilo. Fährst du zum ersten Mal auf der Isabella? Ja, Herr. Irgendwo habe ich dich schon gesehen. Vielleicht in einem Hafen. Ich fahre schon viele Jahre zur See. Hör mal, Bootsmann. Was wünscht ihr, Kapitän?
Pass auf, du gehst jetzt in den Kielraum und holst uns eine von den hübschen Puten, hast du verstanden? Mhm. Wir wollen sie als Nachtisch verspeisen, ja? Du weißt, was ich meine. Ja. Such eine aus, an der was dran ist. Ich will, dass meine Leute bei guter Laune bleiben. Jawohl, Kapitän. Und du, Koch, ja, bringst uns allen etwas zu saufen. Jawohl. Wir sollen an den Glocken verkauft werden. Lieber will ich mich umbringen. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen. Mein Vater ist am Wart. Er hat mir diese Nachricht zugeschickt. Zanko und Chico gehören auch zur Mannschaft. Wie konnte er das unbemerkt tun? Sie steckte hier drinnen. Seid ihr gewiss, dass die Mannschaft zu uns hält? Darauf könnt ihr euch verlassen. Die Unzufriedenheit wächst. Wenn die Soldaten nicht wären, hätten die Seeleute längst gemeutert. Mit den Soldaten werden wir leicht fertig. Ich habe ein Schlafmittel in den Wein geschüttet. Wir werden den Soldaten reinen Wein einschenken. Für wen? Für Yusuf. Er wird noch schnarchen, wenn wir den Fischen zum Fraß vorwerfen. Haltet euch bereit. Wenn ihr Geschrei hört, kommt ihr an Deck. Und jetzt geht wieder an euer Versteck zurück, Kapitän. Hört mal alle her. Eine von euch darf nach oben an Deck kommen. Wer meldet sich freiwillig? Ich! Einen Augenblick mal, seid ruhig! Also hört zu. Ich brauche eine, die Lust hat, mit der Mannschaft ein fröhliches Fest zu feiern, na? Was ist denn? Habt ihr etwa die Sprache verloren? Wenn ihr nicht wollt, dann muss ich eben selbst eine Freiwillige unter euch aussuchen. Ich melde mich freiwillig, ihr Feiglinge. Lasst mich durch, ihr Angsthasen. Ich habe mich bis heute noch niemals vor Männern gefürchtet. Das ist doch wenigstens ein Wort. Du bist genau der Typ, den wir für unser kleines Bordfest brauchen. Komm mit. Sieh einer an. Ein hübsches Mädchen. Entzückend, nicht? Findest du nicht auch? Eine hübsche Nachspeise. Reizend, zum Verkaufen viel zu schade. Was ist denn mit ihm los? Ist er von dem paar Schluck Wein etwa schon betrunken? Sowas habe ich mir immer gewünscht. Na, mein Püppchen? Koch, bring ihr einen Becher Wein. Komm her, mein Herzchen, und sag mir guten Tag. Nicht trinken. Halte dich bereit. Komm her zu mir. Na los, komm schon. Hier ist euer Wein, Kapitän. Bravo. Noch näher. Sie ist wunderschön. Vorwärts, komm zu mir. Du bekommst auch etwas zu essen. Näher? So? Na, willst du dich nicht weiter ausziehen? Oder soll ich dir helfen? Ja? Du Stein! Sagt, dass eine Stunde einmal schlagen wird, Yusuf. Wir sind frei, wir sind gerettet.
Wir haben gesiegt. Wir haben sie bezwungen. Das Schiff ist unser. Wohin fahren wir, Kapitän? Wir laufen einen Hafen an der Küste an oder fliehen nach Venedig. Nein, wir würden vom Herzog nur weiterverfolgt werden. Immer wieder. Fahren wir lieber zur Pirateninsel. Auf zu den Piraten! Ja! Herrliche Geschichten könnt ihr erzählen. Auch wenn ich manchmal den Verdacht habe, dass sie erfunden sind. Was ist denn? Ich bringe schlechte Nachrichten, Herzog. Ich komme gerade vom Hafen zurück. Was gibt's? Die Fischer sind eben vom Fang zurückgekehrt. Sie haben die Leichen von Yusuf und seinen Männern gefunden. Etwa ein Schiffbruch? Sie sind umgebracht worden. Und die Isabella? Sie ist spurlos verschwunden. Niemand weiß, wo sie ist. Verdammt doch mal! Wenn das etwa ein Streich des Albaners ist, dann lasse ich den Burschen auf der Stelle vierteilen. Regt euch nicht Wer auf. Wer ist der Albaner? Ein Pirat. Bis jetzt hat er es noch nicht gewagt, meine Schiffe anzugreifen. Komm, Liebling, gib mir einen Kuss. So ein Kerl, der will mich wohl ersticken. Aber es gibt ein gutes Mittel, deine Glut abzukühlen. Du gefällst mir, Jala. Du bist eine Frau, wie sie sein muss. Na, wie ist es, Albanier? Sind wir uns einig? Wovon sprichst du? Wie ich schon sagte, wenn wir uns zusammentun, dann haben wir zwei Schiffe, können der Flotte des Herzogs Schach bieten und das Volk befreien. Ach, das kommt nicht in Frage, Kapitän Mirko. Weißt du, warum ich hier so ruhig lebe? Weil ich die Schiffe des Herzogs nicht angreife und er mich dafür ungeschoren lässt. Wir haben miteinander eine stillschweigende Vereinbarung. Du weißt doch, wie der Herzog die Bevölkerung unterdrückt. Willst du nicht auch für die Gerechtigkeit kämpfen? Ach, was heißt Gerechtigkeit? Das Wort ist schon so oft missbraucht worden, dass es mir nicht mehr sehr viel bedeutet. Die Bevölkerung von Dorotha soll für sich selber sorgen und ich werde es für mich tun. Du kannst dich auf die Dauer nicht gegen uns stellen, Albanier. Unser Schiff ist schneller als deines und besser bewaffnet. Ob du willst oder nicht, du musst dich entscheiden. Wenn du ein Mann wärst, dann würde ich dir meine Entscheidung mit meinem Degen beibringen. Dann nimm an, dass ich ein Mann bin. Kommt her, Leute! Kommt alle her! Hier gibt es was zu lachen! Wenn der Kerl Sie verletzt, dann bringe ich ihn um. Das werde ich tun. Kommt nicht in Frage. Nicht. Es wäre ein Verbrechen, deinen schönen Körper zu verletzen. Aber trotzdem werde ich dir eine Lektion erteilen. Warum fängst du nicht an? Kaiman! Kaiman! Brauchst du die nicht? Melisandre! Na, willst du weitermachen oder hast du die Nase voll, Albanier? Nein, ich gebe mich geschlagen. Du bist ein guter Fechter. Mhm. Und außerdem hatte ich vergessen, dass die Frauen den Teufel im Leib haben. Willst du mir Unterricht geben? Mit dem größten Vergnügen. Einverstanden, Sandra. Und ich lasse euch dafür nicht im Stich. Nett von dir. Bravo, Sandra. Und du, Jana, würdest du einen armen Besiegten trösten? Hört her, ihr Teufelsbraten, ihr Galgenstricke, ihr Vagabunden des Meeres. Von heute an wird unsere Pirateninsel von einer Königin regiert. Seid gegrüßt. Die Leber hoch! Hoch! Hoch!
Mund halten! Ich pfeife auf eure Rechtfertigung, habt ihr verstanden? Was sind das für Kapitäne, die sich von einer Frau schlagen lassen? Von dieser Venus der Piraten, wie man sie nennt? Was seid ihr nur für Feiglinge? Unsere Schiffe sind zu schwach armiert und zu langsam. Wir können ihre Übermacht nicht trotzen. Das weiß ich selber. Der Teufel soll sie holen. Die Isabella war das schnellste Schiff in meiner Flotte. Von jetzt an werden alle Schiffe nur noch gemeinsam auslaufen. Und jeder Kapitän wird von heute an die Vernichtung seines Schiffes mit dem Leben bezahlen. Aus meinen Augen! Aber euer Gnade... Schweig still! Hinaus mit euch! Ihr dürft euch nicht so aufregen, Vater. Wirklich nicht. Verzeih mir, Isabella. Ich habe dir den heutigen Tag nicht verderben wollen. Aber ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Wer ist diese Venus der Piraten? Das würde ich zu gerne wissen. Ich habe eine Idee, wer die Frau sein könnte. Dann sag mir's, wer ist es? Vielleicht erinnerst du dich noch an Sandra, die Tochter des Rebellen, der gehängt werden sollte. Sie war auch an Bord der Isabella. Es waren mehr als 30 Frauen auf dem Schiff. Wie kommst du darauf, dass sie es ist? Das ist eine Gefühlssache. Nennt es meinetwegen weiblichen Instinkt. Das kann man nicht so einfach erklären. Euer Gnaden, ich mache mir in letzter Zeit große Sorgen um euch. Ja. Ihr solltet aufhören, an dieses Mädchen zu denken. Heute ist doch ein Festtag. Heute wird unsere Verlobung mit der Prinzessin verkündet, unsere Zukunft ist gesichert. Schöne Zukunft. Kennst du die Geschichte von Esau, der seine Erstgeburt für ein Linsengericht verkauft hat? Ja, aber hier geht es um mehr als nur um Linsen. Das ist wahr. Es geht hier um die Ehre eines Edelmanns und um seine Zukunft. Ach, Unsinn, Sentimentalitäten. Wir sind hierher gekommen, um unser Glück zu machen. Wir sollten froh sein und vor lauter Freude singen. Stattdessen... Meine ehrenwerten Freunde und Freundinnen, ich gebe euch hiermit die Verlobung meiner Tochter, der Prinzessin Isabella, mit dem Grafen von Santa Croce bekannt. Ah, wir wünschen euch Glück, meine Liebe. Wann soll die Hochzeit sein, Herzog? So schnell wie möglich. Aber erst müssen wir uns einmal von der Gefahr befreien, die diese Venus der Piraten und ihr Gesindel über uns gebracht hat. Es wird auch höchste Zeit. Das Piratenvolk wird immer frecher. Ein Posten wertvoller Waren, den ich in die Levante schicken wollte, ist kürzlich in ihre Hände gefallen. Es wird nicht mehr lange dauern, dann ist unser Handel lahmgelegt. Einer meiner Verwandten wollte nach Venedig. Unterwegs ist er von den Piraten überfallen und beraubt worden. Damit ist es jetzt endgültig vorbei. Ich habe befohlen, dass unsere Schiffe ab sofort nur noch gemeinsam auf Fahrt gehen. Was ist mit euch, Cesare? Ach, nichts weiter. Ich habe nur zugehört. Im Namen aller Kapitäne der herzoglichen Flotte kann ich euch die Versicherung abgeben, dass die Venus der Piraten in wenigen Tagen verhaftet ist. Sagen wir lieber in wenigen Jahren. Wie könnt ihr so etwas behaupten? Wahrscheinlich wird es sich bei dieser Frau um ein Wesen handeln, das übernatürliche Kräfte besitzt, wenn keiner von euch bisher mit ihr fertig geworden ist. Euer Gnaden, ich protestiere im Namen aller herzoglichen Seeleute. Regt euch nicht auf, Hauptmann Rico. Der Graf hat eine Vorliebe für kleine Wortplänkeleien. Nein, nein, der Hauptmann hat das Recht zu protestieren. Und ich habe das Recht, meine Meinung zu äußern. Ich hatte durchaus nicht die Absicht, euch zu beleidigen, Hauptmann Rico. Ich meinte nur, da, wo die Kraft versagt hat, muss die List triumphieren. Ich gebe zu, dass eure Theorie sehr interessant ist, ganz ohne Zweifel. Aber wie wollt ihr sie praktisch anwenden? Könnt ihr mir das sagen? Ich wüsste schon einen Plan. Aber er ist nicht einfach, weil er Schnelligkeit, List und Kühnheit voraussetzt. Drei Eigenschaften, die man nur selten in einem Menschen vereint findet. Ausgenommen dieses seltene Exemplar heißt Cesare di Santa Croce. Habt die Freundlichkeit und erläutert uns euren Plan, Cesare. Ich könnte mir vorstellen, dass der Graf die Absicht hat, den Plan selbst in die Tat umzusetzen. Darf ich euch bitten, endlich einmal zu schweigen, Rico? Ich habe für euer Misstrauen volles Verständnis, Hauptmann. Das nenne ich mannhaft gesprochen. Wollt ihr es wirklich selber tun? Das sollte doch ein Scherz sein. Ich will euren Mut nicht bezweifeln, Cesare. Aber ich habe weder die Absicht, euer Leben aufs Spiel zu setzen, noch bin ich in der Lage, weitere Schiffe zu opfern. Ich verzichte auf eure Schiffe. Ich muss nur 10 Tage Zeit haben und brauche völlige Handlungsfreiheit. Die Verhaftung der Venus der Piraten soll mein Hochzeitsgeschenk sein. Darf ich euch bitten, mich zu entschuldigen, ihr Herren? Cesare, würdet ihr euren Entschluss zurücknehmen, wenn ich euch darum bitte? Das ist unmöglich. Tu
Tut es meinetwegen. Ich habe das Gefühl, dass uns dieser voreilige Entschluss Unglück bringen könnte. Meine Schöne, ihr könnt nicht von mir verlangen, dass ich mein Wort als Edelmann zurücknehme. Du hättest ja im Schloss bleiben können. Ich habe es dir vorgeschlagen, aber dann wolltest du ja unbedingt elend also auf. Ach, ich Arme, auf meinem Grabstein wird stehen, hier liegt ein lebenslustiger Jüngling, hochgeboren in Porto Badessa, tief unten im Meer ertrunken. Das würde gut zu dir passen, aber wir unternehmen dieses Abenteuer nicht vor lauter Übermut. Ich habe versprochen, meiner Braut ein Hochzeitsgeschenk zu übergeben, das ich dem Herzog als Trost anbiete, weil ich sonst nichts besitze. Abgesehen davon, dass ich nicht weiß, wie wir hier herauskommen sollen, suchen wir schon 3 Tage nach dieser verflixten Venus und ihren Piraten. Die Piraten und bis jetzt haben wir nicht die geringste Spur von ihr entdeckt. Wer weiß, vielleicht ist die Insel längst versunken. Warum sind wir nicht an Land geblieben? In Doruza? Ich werde euch helfen. Ich werde euch helfen. Oh, oh, da kommt ein Segelschiff her. Wer weiß, ob es ein Piratenschiff ist. Bei dem Pech, das wir haben, gehört es sicher zur Flotte des Herzogs. Es war mir sofort klar, dass der Herzog mich hintergehen und sich zum Schaden für die Republik Venedig mit dem Ottomanischen Reich verbünden wollte. Ich floh, um den Dogen zu warnen. Unterwegs wurde unser Schiff ein Opfer des Meeres. Unsere Lage war verzweifelt. Wenn ihr uns nicht begegnet wärt, wären wir elend umgekommen. Wie war es möglich, dass ihr aus dem Bergwerk entfliehen konntet? Wir sind niemals dort gewesen. Der Herzog täuschte uns, als er vorgab, meinen Vater zu begnadigen. Er gab den Wachen den Befehl, ihn heimlich umzubringen. Und was mich betrifft, ich war vom Herzog dazu bestimmt worden, mit den anderen Unglücklichen als Sklaven in den Orient verkauft zu werden. Aber das kommt Ihnen teuer zu stehen. Jedes seiner Schiffe wird von uns angegriffen und alle zittern vor unserer Flagge. Der Graf von Santa Croce will sich sicher ein wenig ausruhen. Kommt bitte. Ja, ich bin sehr müde. Auch du willst sicher schlafen, mein Freund. Wir geben dir eine bequeme Koje und morgen früh bist du sicher wieder auf den Beinen. Das bezweifle ich, aber trotzdem vielen Dank. Oh. Ich kann nicht verlangen, dass ihr meinetwegen auf eure Kabine verzichtet. Mein Vater und ich sind euch sehr verpflichtet. Euch meine Kabine zu überlassen, ist das Wenigste, was ich tun kann. Jetzt sind wir quitt. Wir stehen immer in eurer Schuld. Wir werden sie nie bezahlen können. Sandra trägt Frauenkleider. Ein völlig ungewohnter Anblick. Es ist einfach nicht zu fassen. Wer weiß, was das zu bedeuten hat. Du kannst doch nicht bestreiten, Anselmo, dass der Herzog und seine Tochter falsch und ohne Mitleid sind. Oh, schon möglich, schon möglich. Mir ist da auch allerlei Hübsches erzählt worden. Aber was nun? Wollen wir deswegen auf die Ehe verzichten? Auf das Wohlleben? Und auf den Reichtum? Du denkst immer nur an deinen eigenen Vorteil. Ich müsste dir eigentlich einen Fußtritt geben. Was sagtet ihr, einen Fußtritt? Ach, ich habe ihn wirklich verdient. Aber wie komme ich sonst zu einem Stückchen Land? Zu einer Frau, einem Haus? Stattdessen sitze ich auf diesem Piratenschiff. Und wenn mir diese Galgenvögel nicht das Genick umdrehen, dann tut das bestimmt der Herzog Zulian. Mein Herr, seid vernünftig. Sprechen wir von Mensch zu Mensch. Seid ihr einverstanden? Ich auch. Ich bin egoistisch, aber du bist dafür in die Piratin verliebt. Nein, 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 keine Entschuldigung. Soll ich dir etwas verraten? Ich bleibe nicht mehr bei dir. Wie bitte? Versuch bitte nicht an mein Ehrgefühl zu appellieren, tu das nicht. Du willst mich an vergangene Zeiten erinnern? Nein, 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 da ist nichts zu machen. Streng dich nicht an. Ich gehe aufs Schloss zurück und heirate die Köchin. Auf Wiedersehen. So spät seid ihr noch auf? Ich komme fast jede Nacht hierher. Zwischen Himmel und Meer habe ich das Gefühl, im tiefsten Frieden mit mir und der Welt zu leben. Was habt ihr sonst den Frieden? Das schwere Los meiner Landsleute. Ich möchte sie froh und glücklich wissen. Die Bosheit kennt kein anderes Ziel, als sie zu versklaven und auszubeuten. Mein Schicksal ist es, ihnen zu helfen.
Euer Schicksal ist ungewöhnlich. Es ist so einmalig wie euer Mut und eure Schönheit. Als wir auf dem Schloss gefangen waren, bevor ihr kamt, um meinem Vater das Leben zu retten, da war ich völlig verzweifelt. Ihr wart so gut, so großmütig. Vielleicht bin ich gar nicht so, wie ihr es seht. So habe ich mir euch immer vorgestellt. Und ich habe in der Zwischenzeit viel an euch gedacht. Ja, ich weiß. Ich habe mein Taschentuch unter eurem Kopfkissen gefunden. Was macht ihr denn noch hier? Geht lieber schlafen. Wenn alles vorüber ist, werden wir uns nie mehr trennen. Gegen morgen werden wir die italienische Küste erreichen. Dann werden wir euch an Land setzen. Nein, Mirko, ich muss wieder nach Doruzza. Dann wird der Herzog euch gefangen setzen. Nein, das wird er nicht tun. Ich habe euch getäuscht. Wir waren gar nicht schiffbrüchig. Wir haben eine List angewandt, um von euch aufgefischt zu werden. Ich hatte mir vorgenommen, die Venus der Piraten zu fangen. Warum wolltest du das tun, Cesare? Ich habe nicht gewusst, dass du es bist. Und ich habe von Zulians Schandtaten nichts gewusst, bevor ihr mir davon erzählt hattet. Jetzt weiß ich, dass ihr für eine gerechte Sache kämpft. Von jetzt da bin ich euer Verbündeter und werde euch helfen. Hey, Steuermann! Halte Kurs auf Land zu! In dieser Grotte weiß niemand außer uns. Wir haben einen unterirdischen Gang gegraben, der in der Nähe der Burg endet. Kommt weiter. Wir sind uns also einig, Mirko. Morgen Nacht um 2 Uhr erwarte ich euch hier. Bis dahin weiß ich dann, wie die Lage im Schloss sein wird. Und wir können dann entsprechend unsere Pläne machen. Wenn es euch recht ist, möchte ich euch noch unter 4 Augen sprechen. Geh schon voraus. Dort ist der unterirdische Gang. Also? Liebt ihr meine Tochter wirklich? Verzeiht meine Frage, aber ich habe ein Recht, es zu wissen. Ja, ich liebe sie. Und diese Liebe hat mir die Augen geöffnet. Und Sandras wegen wollt ihr an unserer Seite kämpfen? Nicht nur Sandras wegen. Ich hasse die Tyrannei. Noch nie war ein Kampf gerechter als der unsere. Sandra ist die rechtmäßige Erbin des Herzogtums Doruzza. Sandra? Ihr behauptet, das ist eure Tochter? Sie ist nicht meine Tochter. Es sind jetzt ungefähr 20 Jahre her, da habe ich als Söldner dem Herzog von Doruzza gedient. Ihr habt Herzog Zulian gedient? Nein, das war noch der alte Herzog. Er ist schon vor vielen Jahren verstorben. Zulian war ein Junker, der damals am Hofe lebte. Er war der Vetter der legitimen Herzogin von Doruzza. Als der alte Herzog gestorben war, heiratete die Herzogin den Junker Zulian. Dieser Ehe entstammt eine Tochter, Isabella. Und Sandra? Sie ist das Kind aus erster Ehe und damit rechtmäßige Erbin des Herzogtums. Deshalb beauftragte mich Zulian, sie zu beseitigen. Und was wolltet ihr tun? Ich trug das Kind auf meinen Armen zu einer Felsenklippe, um es ins Meer zu werfen. In diesem Augenblick legte Sandra die Arme um meinen Hals und küsste mich. Ich habe sie bei mir aufgezogen, habe ihr aber die Wahrheit verschwiegen. Ihr dürft niemandem ein Wort davon sagen. Auch Sandra darf nichts davon wissen. Es würde sie sonst unglücklich machen, dass sie als Tochter eines Piraten leben muss. Ich sage ihr kein Wort davon. Wenn sie eines Tages ihr Erbe antritt, wird es mich nicht schmerzen, sie zu verlieren. Sie hat ein besseres Leben verdient. Mich wird es trösten, wenn sie glücklich ist. Ihr werdet Sandra nicht verlieren. Dessen bin ich gewiss. Danke. Hier, Rico, das berechtigt euch, bei den Bauern das Vieh einzutreiben. Geht ohne Gnade vor. Selbstverständlich. Verlasst euch auf mich. Ihr habt recht. Mitleid ist bei den Leuten nicht am Platz. Der Graf von Santa Croce ist zurückgekehrt. Ach. Das freut mich sehr. Cesare, wir sind in Sorge um euch gewesen.
Ein schöneres Willkommen hätte ich mir wirklich nicht wünschen können, Prinzessin. Herzog, macht es euch bequem. Was ich sagen wollte, Graf, wie steht es denn nun mit eurer Hochzeitsgabe? Sie befindet sich noch auf See. Tja, ich habe gewusst, dass euer Plan fehlschlägt. Ihr habt mich missverstanden. Ich wollte damit sagen, die Venus der Piraten befindet sich noch auf hoher See. Und zwar auf der Isabella. Aber wir sind 2 Tage an Bord gewesen und haben ihr volles Vertrauen errungen. Auf welche Art, Cesare? Ihr macht mich wirklich eifersüchtig. Dazu besteht kein Anlass, Isabella. Dieses Mädchen ist so eine Art Mannweib, das den Namen Venus zu Unrecht erhalten hat. Ihr braucht nicht eifersüchtig zu sein. Eigenartig. Ich habe geglaubt, dass sie hübsch ist. Dass sie kastanienbraunes Haar hat und grüne Augen. Was habt ihr euch vorgenommen? Auf welche Weise wollt ihr sie fangen? Wenn ihr gestattet, möchte ich darüber nicht sprechen. Habt ihr unsere Vereinbarung vergessen? Völlige Handlungsfreiheit war die Bedingung und 10 Tage Zeit. Bis heute sind erst 4 Tage vergangen. Das stimmt. Entschuldigt, wenn ich mich jetzt empfehle. Bis morgen, gute Nacht. Was haltet ihr davon, Vater? Vielleicht erreicht er tatsächlich, was er vorhat. Er ist von einer bewundernswerten Energie. Das war es nicht, was ich gemeint habe. Es kam mir so vor, als wenn irgendein falscher Ton in seiner Stimme gewesen wäre. Ach, hast du denn einen Verdacht? Es war nur ein unbestimmtes Gefühl. Aber die Schilderung, die er von der Frau gab, fand ich nicht überzeugend. Wir müssen in Zukunft auf ihn achten. Mit der nötigen Vorsicht, selbstverständlich. Euer Gnaden, glaubt bitte nicht, dass ich neugierig bin. Seid mir nicht böse, wenn ich euch eine kleine Frage stelle. Nun sprich schon, was willst du wissen? Lügt ihr in Gegenwart von Sandra oder in Gegenwart von Isabella? Was glaubst du wohl? Nun, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus, deshalb wagte ich es euch zu fragen. Hältst du dich für berufen, mir einen Rat zu geben? Oh, das würde ich mir nie erlauben. Warum versuchst du es dann immer zu? Aber von heute an soll das anders werden. Ich schwöre dir, dass ich von jetzt ab nur noch tun werde, was du mir vorschlägst. Was? Ist das wirklich wahr? Ein Santa Croce sagt immer die Wahrheit. Oder fast immer. Sag mir also, was ich tue. Das Beste ist, ihr heiratet die Prinzessin. Die rechtmäßige Herzogin? Ja. Das kann ich dir auf Ehrenwort versprechen. Du hier? Warum ist Mirko nicht gekommen? Ich wollte dich wiedersehen. Sandra, hör mir jetzt bitte gut zu. Der Angriff soll morgen Nacht erfolgen. Ich werde versuchen, euch heimlich über die Zugbrücke zu bringen. Sage Mirko, sobald er am Burgfried ein Lichtsignal bemerkt, soll er unbedingt versuchen, mit seinen Leuten die Mauer zu übersteigen. Du setzt dich einer großen Gefahr aus. Das darfst du nicht. Ich will nicht, dass dir etwas zustößt. Es wird mir nichts passieren. Nehmt sie fest! Hier habt ihr die Venus der Piraten. Du Verräter! Wie ihr seht, habe ich mein Wort gehalten, Hauptmann Rico. Lass mich los! Vorwärts! Warum habe ich dir nur geglaubt? Lass mich los! Fass mich nicht an! Ihr sollt mich loslassen! Ich beglückwünsche euch, Graf. Ihr hättet mir nicht zu Hilfe zu kommen brauchen. In ein paar Minuten hätte ich sie euch auf der Burg übergeben. Hauptmann Rico, der Graf hat sein Versprechen gehalten. Ich bedanke mich. Folgt mir bitte. Ich konnte leider nicht früher zu euch kommen. Mein Herr wird seit Sandras Verhaftung ständig überwacht. Anselmo, was werden Sie mit Sandra machen? Sie soll gehängt werden. Die Hinrichtung soll in 3 Tagen erfolgen. Chico Zanko, ruft unsere Leute zusammen. Ja, ja. Ich mache die Burg dem Erdboden gleich, wenn Sie hier nur ein Haar krümmen. 3 Tage. 3 Tage sind es. Wir werden von See und von Land aus angreifen. Ich werde sofort Boten in jedes Dorf schicken. Die Bevölkerung wartet nur darauf, sich zu erheben. Gut, Mirko. Wir werden diese Natternbrut vernichten oder ich will kein Albaner mehr sein. Wir werden Sandra retten. Habt keine Angst, Mirko. Hoffentlich sind wir rechtzeitig bei ihr. Setzt unsere Flagge! Treibt alle Waffen zusammen! Ladet alle Kanonen! Holt euch
genügend Munition. Lichtet auf mein Zeichen den Anker! Beeilt euch! Macht, dass ihr da oben fertig werdet! Folgt mir, Landsleute! Wir stürmen die Burg! Auf zum Schloss! Wir wollen mit dem Herzog abrechnen! Folgt mir! Sie wollen auch vom Land aus angreifen. Und wollen versuchen, die Bevölkerung aufzuwiegeln. Das dauert viel zu lange. Wir haben nicht mehr viel Zeit übrig. Der Galgen steht schon auf dem Burghof. Ah, wir wollen unseren Gast begrüßen. Ich möchte euch mit diesen Herrschaften bekannt machen. Sie sind gekommen, um euch zu gratulieren, mein lieber Cesare. Darf ich vorstellen, Hochwürden, das ist mein lieber Gast, der Graf von Santa Croce, der Bezwinger der berüchtigten Venus der Piraten. Darf ich euch beglückwünschen? Ihr habt das Herzogtum von einem Albtraum befreit. Nein, noch nicht. Die Piraten haben immer noch ihre Schiffe. Oh, es sollte nicht so schwierig sein, einen Körper ohne Kopf zu vernichten. Erzählt uns doch bitte von eurem erfolgreichen Unternehmen. Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Seid nicht so bescheiden, Graf. Die Herrschaften sind doch nur zu dem Fest gekommen, um die Geschichte noch einmal aus eurem Munde zu hören. Ist es nicht so, meine lieben Freunde? Ja, das ist wahr, Graf. Also... Du bist also die Frau, die es gewagt hat, sich gegen den Herzog aufzulehnen. Steh gefälligst auf, wenn ich mit dir rede. Ich habe gesagt, du sollst aufstehen. Dir wird das Lachen schon vergehen, wenn dir der Henker den Strick um den Hals legt. Sterben ist eine Erlösung für den, der Schmach und Schande erleben musste, der von dem liebsten Menschen verraten worden ist. Ach, ich begreife. Du meinst wohl Cesare di Santa Croce. Es war eine schreckliche Enttäuschung für dich, nicht wahr? Aber was hast du dir vorgestellt? Glaubst du etwa, dass sich der Graf in eine, wie du es bist, verliebt? Verschwinde, du Hexe! Glaubst du vielleicht, ich fürchte mich vor dir? Verschwinde? Geh endlich! Bald wirst du zum Schweigen gebracht werden. Es sind nur noch wenige Stunden. In wenigen Stunden kann sich unter Umständen viel ereignen. Du hast nicht Unrecht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Es war verhältnismäßig einfach, sie um eine Verabredung in der Grotte zu bitten. Die Venus der Piraten war pünktlich dort und der Herzog erschien mit einigen Bewaffneten. So ist es gewesen. Der Plan war genial. Ich wäre auf eine so einfache Lösung nie gekommen. Und daher behaupten die Leute, dass es nur die Frauen seien, die raffiniert sind. Warum sagt ihr nichts, Hochwürden? Oder findet ihr nicht, dass die Falle sehr geschickt gestellt worden war, in der das Mädchen gefangen wurde? Ganz ohne Zweifel. Euer weltberühmter Landsmann, Niccolo Machiavelli, hat einmal behauptet, dass der Zweck die Mittel heilige. Immerhin vom moralischen Standpunkt aus gesehen. Um Himmels Willen, Hochwürden, sprechen wir nicht von moralischen Prinzipien, wenn es sich um einen Kampf gegen Rebellen und Piraten handelt. Aber wo ist denn Isabella? Ich vermisse sie hier. Habt ihr sie nicht gesehen, Graf? Nein. Sucht ihr mich, Vater? Der Graf von Santa Croce hat Wort gehalten. Er hat euch das versprochene Hochzeitsgeschenk gemacht. Und ich werde mich ohne zu zögern dafür revanchieren. Meine Herrschaften, darf ich bitten, mir in den Burghof zu folgen? Ich denke, die Hinrichtung soll erst morgen stattfinden. Geplant war es so. Ich wollte, dass die Dorfältesten Zeugen der Urteilsvollstreckung werden. Ja, aber warum soll man die Todesangst des Mädchens unnötig verlängern? Aber das durfte nicht, Isabella. Ich verstehe euch nicht. Oder wisst ihr einen Grund, womit man einen Aufschub rechtfertigen könnte? Halt, wartet noch. Hochwürden, bevor die Verurteilte die Sakramente nicht erhalten hat, darf sie nicht hingerichtet werden. Cesare, wie soll ich euer merkwürdiges Verhalten verstehen?
Der Graf von Santa Croce hat völlig recht. Die Verurteilte hat noch keinen geistlichen Beistand. Halt euch, das ist ja doch nur eine Formalität. Nein, euer Gnaden. Es ist ihr gutes Recht und es ist unsere Pflicht. Also bitte, wenn ihr glaubt, dass es eure Pflicht ist, aber haltet uns damit nicht zu lange auf. Ich verstehe nicht, warum ihr auf diese Prozedur solchen Wert legt. Mich wundert, dass ihr solche Fragen stellt. Ihr habt doch die gleiche Religion wie die Verurteilte. Fürchtet ihr eigentlich für die Seele des Mädchens oder für ihren Körper? Bete mit mir. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also. Öffne uns die Küchentür. Nun geh schon. Was ist denn? Halt euch, halt euch! Vorwärts, in den unterirdischen Gang. Das Burgtor! Besetzt die Türme! Einen Ausfall vor und konzentriert das Feuer auf die Schiffe. Jawohl! Feuer! Feuer! Männer von Lurza, die Stunde der Befreiung ist gekommen. Alles folgt mir! Nieder mit den Tyrannen! Ja! In der Überzahl. Überall im Lande hat das Volk sich erhoben. Alle wollen die Burg stürmen. Dann ist die Lage sehr ernst. Hoffnungslos. Hochwürden, was soll denn aus uns werden? Nur Mut, meine Brüder und Schwestern. Vereinigt euch mit mir im Gebet. Wir müssen aussperren, sonst setzen sie uns nieder. Thank you.
Jetzt haben sie die Mauer schon überstiegen. Man wird sie wieder zurückschlagen. Das ist ganz sicher. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Nun geht schon. Geht schon. Es kommt auf jeden Mann an. Gelingt, die Zugbrücke herunterzulassen, dann werden wir es nicht schaffen. Ich hätte mich nicht auf deine Leute verlassen sollen. Es sind zu wenige. Auf in den Burghof! Wir schlagen sie!